So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spyro Knight Trilogy. Es geht hier in der Welt der magischen Künstler und so weiter. Ja. Wir brauchen jetzt die Suche. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir brauchen den Supersprint, um eine Metallkiste zu öffnen. Ich liebe es, wenn die Scheißkompressor-Geräusche im Hintergrund nicht so auftauchen. Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen, verstanden. Ich kann doch schon fliegen. Na gut, dann gehen wir mal in den Kristallflug. Aber es mit dem Fluglevel gleich hinter uns. Versuch. Gut, also als erstes die Ringe und dann die Schatztruhe. Dann
total unsinnig, was ich hier gemacht habe. Also entweder setzt es sich ganz drum oder setzt es sich ganz drum. Ganz drum bei. Ich versuche jetzt nochmal, er ist nicht ganz drum. Ich sage aber hier, solltet ihr selber herausfinden, was die beste Methode ist. Weil ich habe es mir gerade richtig kompliziert gemacht. Zauberbergen. Hier gefällt mir die Superladung am besten. Zeig es diesen Zauberern. Ja, hier wird die Superladung. Thank you.
Oder um die Projektion. Klasse, Spyro! Danke für die Rettung! Ja, probieren, ja. So, hier werden meine Supersprung nämlich auch rum. Also, nutzen wir jetzt diese beiden Stellen.
zu, Spyro. Nah beim Wasserfall in der Heimat der Artisanen gibt es einen geheimen Ort. Spring dort mal auf die Steine. Heimat der Artisanen? Wasserfall? Klingt gut. Genau, das ist nämlich die Stelle, wo man dann von diesem geheimen Fluglevel erfährt. Aber das haben wir ja schon erledigt. Wir finden nur noch ein Level. Das ist der Boss. Aber Leute, wir machen diesen Bosskampf erst im nächsten Part. Dann betreten wir auch gleich schon die nächste Welt. Also, bis zum nächsten Mal zu Let's Play Spyro Wild Knight. Bis dann.